Vom 17. bis 19. November tagte das Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte im Stralsunder Rathaus. Die Plattform verknüpft Wissenschaftler über Disziplin und Ländergrenzen hinweg und steht allen Interessierten offen. Das Themenspektrum Hanse bietet eine große Vielfalt für kulturwissenschaftliche Fragestellungen und Forschungen. Das Netzwerk will mit Workshops, Tagungen und Exkursionen den persönlichen Austausch untereinander fördern. Es ist leider so, dass diese disziplinären Trennungen dazu führen, dass es oft ganz lange dauert, bis neue Methoden und Ergebnisse der einen Disziplin in der anderen ankommen. Also gerade Kunstgeschichte und Geschichte, das ist manchmal abenteuerlich, wie lange die Kunsthistoriker brauchen, bis sie die neueste Literatur der Historiker rezipieren. Andersrum aber auch genauso. Also das dauert manchmal 20 und noch mehr Jahre. Und heute ist es ja so, dass alle sehr viel publizieren und sehr viel forschen, sehr viele Vorträge halten. Umso schwieriger wird es, den Überblick zu behalten und zu sehen, die Fragestellung ist vielleicht da schon mal interessant gewesen. Interessierte Stralsunder und Gäste hatten am 17. November die Gelegenheit, an einigen Programmpunkten der Tagung teilzunehmen. So gab das Ensemble Amalthea im Rathaus ein Konzert mit Musik des 17. Jahrhunderts. Alle Lieder stammen aus norddeutschen Hansestädten, darunter auch das bekannte Lobe den Herrn aus Stralsund. Nach 2016 war dies bereits das zweite Treffen des Netzwerks in der Hansestadt.